So, da bin ich wieder zurück aus der klitzekleinen Pause hier und es geht weiter mit Farming Simulator 22. Ja, für alle, die dazugekommen sind, ein recht herzliches Hallo. Für alle, die gewartet haben, danke für eure Geduld. Es geht weiter natürlich hier mit unserer schönen Farm am Hafen in der nordfriesischen Marsch. Und diesmal habe ich nicht klein gesagt. So. Ja. Fordert schon wieder an. Angebrettert. Mir fährt er tatsächlich noch daneben her. Ach, bei den Mähdreschern habe ich das nicht umgestellt, ne? Dass die stehen bleiben dabei. So, theoretisch müsste der jetzt wegfahren. Feld, jawohl, passt. Passt, verlasse Feld, wunderbar. Ich habe mal so ein bisschen Vitamine hergeholt. Jetzt fährt er los. Und er darf weitermachen. Okay. So, okay. Ich denke mal, ich sollte auf jeden Fall, ich gehe mal eben hier zu meinem anderen Traktor hier rüber. Dann sind ja noch alle ordentlich in Action. So, der dürfte auch schon entparkt sein. War denn das vorhin? Irgendwie übersehe ich den im Rundlauf immer. Einmal kurz in den Weg stellen und mal eben schauen, was denn meine Felder jetzt hier so benötigen. Ich kann das Feld 76 zum Beispiel schon mal wieder aussehen. Nur was tue ich da drauf? Was tue ich auf die 76? Hopfen, Lavendelkohl und so weiter. Nötigen tue ich ja nur die oberen Sachen hier. Kartoffeln jetzt eher nicht so. Baumwolle habe ich schon wieder ordentlich nachgezogen mit den beiden Feldern hier. Das reicht. Reicht, das reicht, das reicht. Könnte noch mal Soja da drauf schütten. Weil ich habe hier schon wieder 77, da habe ich schon wieder ganz viel Soja drauf. Das ist eigentlich vollkommen egal. Komm, wir machen mal Hafer. Hafer. Hafer geht natürlich nicht mit einer der ganz großen Maschinen. Da benötige ich von diesem Führer.
Oh, die Haferpeitsche. Zack. Auf das Ding. Auswahl. Rettich, Gras, Luzerne, Karotten, Lavendel, Zwiebeln, Hopfen, Kohl, Roggen, Dinkel. Hafer. So, Hafer. Auswahl. Maschine 76. Nee, das ist die Walze. So, da ist sie. Aber 3. Wo ist denn meine Sämaschine für die 76? Sämaschine 1. Habe ich nur für 2 Fahrzeuge. Erstellen wir halt einen. Bei der Feldposition brauchen wir. Zack. Kursgenerator, keine Vorgewende. Runter, längste Kante, ist auch Quatsch. Automatik und der kommt auf 0. Minus 1 kann ich mit leben, ja. Und Kurs speichern. Hier. C, Mapsa, Maschine 1, 76. Und natürlich, Feldkurs. So, da fangen wir an. So, dann noch mal eben kurz hier. Und Ende. So. Und der Erntehelfer macht seinen Job. Fleißig, fleißig. Der Dreckspatz ist angekommen, sehr gut. Das ist gut hier. Das ist, der ist hier nicht im Weg, ne, wenn ich den hier hinfahren lasse. Der sowieso eigentlich hier selten was verkaufe. Und man kann jedes Fahrzeug zurückschicken hier zum Hof. Muss ich mir unbedingt merken, das ist praktisch. Brauche ich ja jetzt auch nicht mehr in dieser Runde. Den auch. Ja, aus grün-braun machen wir jetzt grün-silber. Also grün verkratzt. Ja gut, das Gelb. Gelb zählen wir nicht mit.
Komm mal du zu mir. Damit schnapp ich. Große Maschine. Hinter der großen Maschine. Ich möchte da noch. Ja, genau, so ja machen. So, habe ich denn für 34 schon? Aktiv. Und da ist Start. Ja, go, ne? Go, go, go. Ist denn da eigentlich irgendwas zufällig zu kalten? Oh mein Gott. Ja, hier. Oh je. Gleich, gleich, alles gleich. Alles gleich, alles gleich. Stopp, 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 stopp. Stopp. So, einmal Kalki Kalki machen. Nötigt Kalk, der da oben benötigt auch Kalk, wenn er fertig ist. Okay. Ja, wir kommen wieder in den Bereich von benötigt Kalk. Er sagt, muss gewalzt werden. Ne? Aus, aus. Kalk, okay. Gut, dann.
brauchen wir für das Feld 76 die, wie hieß er noch gleich? Düngerstreuer. Auch noch nicht. Okay. Was ist denn hier? So, Feldposition, zack. Null, null, minus eins. Streuer 76. So, jetzt. Und nichts wie hin damit. Da hat er jetzt natürlich überhaupt nicht drüber nachgedacht. So, dann hau mal rein. So, er kalkt fleißig. Und hier auf der Hauptmap, sagt er. Ah, sehr gut. Schlechtestenfalls ist das Feld an der Stelle dann halt weiß, das ist nicht schlimm, aber ich kalk lieber vorher drüber, weil ich nicht genau weiß, was dann nachher da ich mag das eigentlich nicht, wenn das Feld so, ich sag jetzt mal so weiß. So, 45 muss auch. Der ist sogar fast durch, das ist gut. Ah, das ist der, der ins Lager bringt. Okay. Und der hängt fast weg. So, der macht weiter. Wie sieht es bei den anderen aus? Die sind auch fleißig. Wo ist denn eigentlich der so schön hier am Feld? Achtung. Ja, ne? Ja, richtig. Das ist der von Feld 47 und 48. Den habe ich gerade gesucht. Gut. Oh, komm. Rein. Hol den anderen Kalkstreuer.
Einmal ein bisschen weiter links, wenn gleich der andere Trecker kommt, der ja nun mal einmal schneller ist wie der Biker. Kommt er nämlich schon. Kommt er nämlich schon angeplästert. So, bei dem werde ich wohl oder übel mit einem Vorgewende arbeiten müssen, mindestens. Das kann ich schon mal einrichten. Falls es das gibt. Dünger, Streuer, 6. So. Jetzt. Nö. Gibt es noch nicht. Dann dürfen wir auch einen neuen Kurs bauen. Position. Dann. Dieser Kursgenerator. Jo. Vorgewende. Super. Fahrzeug 1, 18. Hier und ihre einen Kurs. Düngerstreuer, was war das? 46, ja, genau. Safe. Oben aus. Auch fast safe. Ja, gut aus. Schlüssig bin ich mir noch nicht, was das hier werden soll, aber das ist der anscheinend selber nicht. So habe ich die ja schon öfter stehen sehen. Weniger das Problem. Aber hat hier überall diese kleinen Nasen stehen lassen. Wir lassen die mal machen, bringen derzeit schon mal irgendwie 3,5 Liter Milch weg. Können wir ja auch tun.
LKW laufen. Lass uns mal in der Molkerei rumfahren. Okay, das war's. So, der Bäcker, der will ja auch noch was machen hier. Das war nicht viel. Habe ich tatsächlich den Pfosten? Unglaublich. Unbelievable. So, die restliche Milch, die kommt dann erstmal hierher. Falsche Richtung, egal. Dann fahre ich halt hier vorne rum. Der ist fleißig, der ist auch fleißig. Ah, das ist gut. Fertig. Moment. Fertig und fast. Moment mal. So, der war nicht richtig drunter. Dose. So, Meister, du Gerste. Ach nur abschütten in O2. Und das. Rechne Kurs. Kommt da was? Das sieht gut aus. Er fährt nicht direkt drüber. Das wäre nämlich jetzt sehr schlecht gewesen. Wäre es das nämlich gewesen? Ist der Rest?
Schützenfest, da ist er. So. Mal um. Der Strom ist jetzt immer nur verkauft. Ne? Überlegen, ob ich vielleicht mal eine Fuhre behalte, wie sie ist, und damit gleich mal direkt bei den Pferden, bei den Pferden, bei den Hühnern, bei den Schweinen mal ein bisschen auffülle. Halte das für eine gute Idee. Bei dem Tee hin. Ja, ganz gut. Dann. So, dann mal schnell hier. Moment. Da. Gleich. Wo ist denn? Den habe ich noch gar nicht im Rundlaufen. Ah. Ja, das tut weh. Hier. Zack. Parken. So, der war noch gar nicht drin. Da lange gucken. Jetzt brauche ich den Mähdrescher, der muss hier aus dem Weg. Ne? Mal schön der Reihe nach. Einmal zuklappen die Hütte. Absetzen. Klappen. Und weg. Wie habe ich das vorhin gemacht mit dem automatischen Zurückfahren? Das war eigentlich eine ganz gute Sache. Mal. Einmal kurz einfach nur auf Abladen. Bei. Egal, ich wurde gerade bei Hafen verkauft, da stand nichts im Weg. Ja, go. Den Wegpunkt. Weg. So, und der, genau. Geht das eigentlich gut, wegen der Leitplanke und so? Das Ding vor mir jetzt auf einmal anfängt zu springen und ins Wasser hüpft, dann ist es nicht gut gegangen. Auch hat funktioniert. Das mache ich heute das erste Mal, dass ich so ein Gerät automatisch wegfahren lasse.
So, dann fangen wir bei den Pferden an. Ja. Wo wahrscheinlich nicht allzu viel reinpasst. So, dann spring mal fleißig. Das mache ich mal einmal. So, gut. Passen diese Fahrzeuge da nicht hin? So, da passt eine Menge rein. Dann meine Schwalben. Dann gleich noch mal bei Kuhfutter. Oh, schau an. So, dann mal rein in die gute Stube hier mit. Wunderbar. So, noch lecker hinterher. Er neigt sich auch langsam dem Ende. Ich muss das mal neu machen. Oh. Reinheits nicht, Reinheits. Noch hier angeschickt. So, jetzt darfst du.
Oh, steht. Abkoppeln, ach so, nee. Motor bleibt an. Und go. Go, 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 go. Und nochmal go. So. Gib alles. Mal an hier mit. Mit sehen. So, Kurs laden. Seemaschine 1, 76. Laden aktivieren. Nochmal gucken. Jawohl, passt. So, nee, da gucken. Los. Quasi nochmal das Ganze. Fahren hier. Und go. Oh, stopp. Stopp. Auf was steht denn der? Auf was steht? Der steht auf Hafer. Gut. Alles klar. So, nochmal drüber. Wunderbar. Läuft. Ah, der ist auch fertig. So, dann, ja, wohin mit dir, ne? Entlädst bei so, 1 jetzt hier und lo und los. Der Weg ist einfach, du fährst jetzt einfach auf die Straße und dass du da hinkommst, genau. Und irgendwo hatte ich noch einen Mähdrescher stehen im Verkauf. Oh, ja. Da steht er. Erntehelfer an. Okay. Oh. Ist irgendwie der Helfer angegangen, auch nicht schlecht. Auch. Weiß ich. War. Ebenfalls. So, das ist ja das gleiche Feld. Stelle. Am Balken. Die Sämaschine war fertig. Ida, genau. Komm, fahr mal weg hier. Die auch gekalkt werden? Dass ich da jetzt walzt, werden aber nicht gekalkt. Puh, ist ja gut. Geht nämlich tierisch auf den Ertrag, nicht machst.
mein gut, kalten hält bei den meisten Fruchtsorten lange vor. Musst du wirklich nur alle Jahre wieder mal. So. Das ist Feld 35. 35 mit der Sämaschine 3. Haben wir das schon? Haben wir noch nicht. Dann machen wir das. Den jetzt. Nicht, ob das gut geht, aber wir versuchen das jetzt mal. Job erstellen. Position. Wir fahren so rum. Dann sage ich ihm, ein Vorgewende. Auch, aber die Feld, das stelle ich auf 2, so, das muss reichen. Sonst fährt er wieder so weit über den Rand. Speichern wir das mal und hoffen das Beste. Speichern. Sämaschine 3, Feld 35. Zurück. Und da geht's los. Und los. Bei Sido 1 entladen, das ist gut. Jetzt ja gerade mal gar nicht mal recht aus. Schauen wir mal, ob der irgendwo hängen bleibt oder nicht. Der jetzt gerade die Ladestraße blockiert. Ja, Mann, der ist fertig. Nichts wie weg. Hammer, ne? Zack, fertig. Kaum hast du dreimal nicht hingeguckt, schon bist du durch damit. Ach so, da wollte ich doch gar nicht hin. Da wollte ich nicht hin.
So, dann haben wir den. Die Hirse. Was kann die alles? Die kann Sonnenblumen, Sojabohnen, Zuckerrüben, Baumwolle. Wolle. Apfel, Mais. Mais kann sie. Mais ist doch mal eine super Idee. Lass uns doch mal auf das Feld. Moment, muss das 44er, muss das eigentlich auch werden? Moment. So, das Feld. 44 nicht, nein. Nötig kein Kalk. Schauen wir mal, ob es dafür schon eins gibt. Sämaschine 3, Feld 40 gibt. Nicht. Moment. Langsam. Job erstellen. Position 40. Der so weit da durchziehen darf und ob der dann ins Wasser fällt. Ich könnte natürlich mit einem Vorgewende arbeiten. Kritisch. Machen wir mal. Wir arbeiten mit gerade mal minus 0,2 mit mach mal ein Vorgewende, das ist okay. Kurs. So, und das ist jetzt Feld 44. Die Bergmann muss ich mir gleich noch was einfallen lassen. Ich stelle mal die hin. Da muss ich mir gleich noch einen Abstellplatz einfallen lassen, weil da vorne ist es sehr eng mit dem Einparken und wenn ich die häufiger brauche, wird das dann. Lasse ich lieber hier Sachen, stelle ich lieber hier Sachen ein, die ich nicht ganz so häufig brauche. Und mir vielleicht noch irgendwas anderes hindern. Irgendwo stelle ich mir dann so eine. Schönen Abstellplatz für ihn.
Na, fast. Mais. So, zack runter und zack an. Hört eigentlich schon mal gut aus. Also durch die Vorgewände bleibt er zumindest hier nicht hängen. So, dann mal schauen, wie sich das mit dem 02 lässt, ne? Mit der Genauigkeit. Was macht denn der da? Oh, das passt ja super. Okay, Mann. Jetzt passt. Hat Luft. Auch gut aus. Ach, herrlich. Ach so, fährt der jetzt. Auch nicht schlecht. Wen ist der jetzt? Wer fährt? Oder? Die Straße. Auch gut. Eine Rolle. So, der ist fleißig. Der ist fleißig. Der ist auch noch fleißig. Halt nach Abholung. Besser nicht. Besser nicht. Okay, super. Ach komm, hier am interessantesten sind ja meistens hier die Mähdrescher hier beim Abtanken, ne? So. Mal hier machen. Ne? Ich lasse bleibt mal auf dem und bin noch mal für einige Minuten im Hintergrund und ja, gleich geht das hier weiter.